Heute in der Sendung: Die Grundschule Steinhude will Naturparkschule werden. Und Hass und Hetze im Internet, das MigrantInnen-Selbstorganisationsnetzwerk MISO klärt auf. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Am Freitag schloss die Grundschule Steinhude eine Kooperationsvereinbarung mit dem Naturpark Steinhuder Meer. Dieser Vertrag ebnet den Weg, der Grundschule zur ersten Naturparkschule der Region zu werden. Jette Ihl. Über die heimische Natur lernen und das Klassenzimmer auch mal nach draußen verlegen. Das sind die Ziele des Konzepts der Naturparkschulen. Das bundesweite Netzwerk soll eine dauerhafte Kooperation zwischen Naturpark und Schule schaffen. Niedersachsenweit gibt es bereits 16 Naturparkschulen. Regionspräsident Steffen Krach findet es wichtig, dass die Kinder die Landschaften und Schutzgebiete ihrer Heimat besser kennenlernen. Denn nur was man kenne, schütze man auch. Es ist wichtig, weil wir aktuell überall darüber sprechen, wie wir unsere Umwelt schützen können, wie wir das Klima schützen können. Und wenn man schon bei den Grundschulkindern damit anfängt, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse ihnen beibringt, wie wichtig Umwelt ist, dann muss man es später nicht nachholen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wunsdorfs erste Stadträtin Wiebke Schaffert-Weiland glaubt, dass das Projekt die Begeisterung der SchülerInnen für die Natur stärken wird. Als Schulträger unterstütze die Stadt Wunsdorf das Projekt daher sehr gerne. Bevor eine Schule allerdings zur Naturparkschule werden kann, müssten einige Voraussetzungen erfüllt sein, erklärt Doreen Juffer, Geschäftsführerin des Naturparks Steinhuder Meer. Ganz oben steht die Motivation und die Bereitschaft dazu. Und das ist jetzt hier in dieser Schule wirklich gegeben. Das haben wir auch von Anfang an schon gemerkt. Dann muss sie natürlich im Naturpark liegen, so was ganz, ganz Simples. Und das andere Programm wird dann entwickelt. Also die Lehrpläne müssen aufeinander abgestimmt werden. Es muss die Bereitschaft da sein für Exkursionen, für gemeinsame Veranstaltungen, auch für die Zeit. Die Grundschule Steinhude hat für die SchülerInnen zum Start des Projekts bereits verschiedene fächerübergreifende Aktionen geplant. Die ersten und zweiten Klassen werden mit dem Biologen auf die Badeinsel gehen, die ja auch hier ganz in der Nähe ist, und mit Keschern sich Wassertiere sozusagen angeln, um die zu untersuchen. Die dritte Klasse wird in die Natur gehen und mit Naturmaterialien Kunst gestalten und große Kunst, kleine Kunst, je nachdem, was man findet. Und die beiden vierten Klassen radeln nach Mardorf, also das ist einmal halb um den See. Naturpark-Geschäftsführerin Juffer versteht den Naturpark als Lern- und Erfahrungsort. Die vereinbarten Veranstaltungen werden kostenlos angeboten. Unterrichtsmaterialien werden bereitgestellt und auch Kontakte zu anderen außerschulischen Lernorten vermittelt die Institution. In erster Linie wollen wir das mit unterstützen, dass es wirklich Lernen mit allen Sinnen ist. Dass es auch nochmal so ein grünes Klassenzimmer ist im Naturpark, dass man draußen was erleben kann, dass das nicht nur theoretischer Inhalt ist, das wirklich begreifen, anfassen, fühlen. Und das natürlich auch gerade bei der Naturparkschule in der eigenen Heimat, in der eigenen Umgebung, Naturerlebnis vor Ort, vor der Haustür. Voraussichtlich im September kann der Verband Deutscher Naturparke die Grundschule Steinhude offiziell als Naturparkschule auszeichnen. Die Zertifizierung gilt für 5 Jahre und kann nach Prüfung jeweils um weitere 5 Jahre verlängert werden. Und jetzt zu den aktuellen Nachrichten des Tages. Selze nimmt Geflüchtete aus der Ukraine auf. Bürgermeister Mastorf stellt das Konzept zur Unterbringung in seiner Kommune vor. Neben der Unterbringung bei Privatpersonen mietet die Stadt Wohnungen an, stellt Sammelunterkünfte zur Verfügung und prüft freie Hotelzimmer. Auch im Bürgerhaus Lohne kommen bis zu 50 Personen auf Feldbetten unter. Eine zentrale Anlaufstelle ist den Menschen bei ihren Anliegen behilflich. Bisher hat Seelze 222 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, darunter 78 Kinder und Jugendliche. Neue Oberin für die Schwesternschaft der Diakovere. Zum 1. April übernimmt Schwester Nicole Trumpeter das Amt von Susanne Sorban, die in den Ruhestand verabschiedet wird. Mit ihrem Dienst im Friederiken- und im Henriettenstift hatte sie die Schwesternschaften der beiden Häuser über die letzten Jahre hinweg zueinander geführt. Mit über 1200 Mitgliedern ist die Diakovere Schwesternschaft die zweitgrößte christliche Schwesternschaft Deutschlands. Zum nächsten Thema. Sie erinnern sich sicher an den Anfang der Corona-Pandemie. Plötzlich waren die Regale in den Märkten leer. Es gab kein Klopapier, kein Mehl, keine Nudeln mehr.
In den vergangenen Tagen schien sich dieses Phänomen zu wiederholen und Hamsterkäufe waren auf einmal wieder auf der Bildfläche. Dazu ist mir jetzt Annika von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen zugeschaltet. Hallo Frau von Reken. Hallo, guten Tag. Aktuell werden ja immer wieder Lebensmittel knapp. Angesichts der Corona-Pandemie und auch dem Ukraine-Krieg ist es ja eigentlich nachvollziehbar, wenn Leute sich einen kleinen Vorrat anlegen. Sie sagen jedoch, das sei unnötig. Warum? Also es ist unnötig, weil es im Moment überhaupt nicht es gibt keine Mangelsituation, so dass man sich ein kleines Lager anlegen muss. Es ist genug, sind genug Lebensmittel da. Wir können genug Lebensmittel in Deutschland produzieren oder aus anderen Ländern zu uns einführen und da einfach die Grundnahrungsmittel, die Lebensmittel einfach sicher sind, ist es unsolidarisch, sich einzudecken. Und das führt dann dazu natürlich, wenn ich dann im Supermarkt gleich mehrere Produkte für die nächsten Monate einkaufe, dass der Supermarkt gar nicht darauf eingestellt ist und gar nicht so schnell hinterherkommt mit den Lieferungen. Und dann haben wir natürlich leere Regale und andere Kundinnen und Kunden stehen dann vor den leeren Regalen und haben gar nichts mehr zum Kaufen. Welche Logik treibt denn eigentlich die Leute an? Welche Psychologie steckt hinter diesen Hamsterkäufen? Das ist ein Stück weit ganz normal, dass man verunsichert ist und ängstlich ist, wenn eine außergewöhnliche Situation herrscht, wie damals die Beginn der Corona-Pandemie oder jetzt diese außergewöhnliche Situation des Krieges in Europa, dass man es dann mit Angst zu tun hat und unbedingt so eine Art Sicherungsversorgungstrieb hat und sicherstellen möchte, dass man in der nächsten Zeit, dass es einem gut geht, dass man seine Familie und sich selbst versorgen kann und da zählt man dann natürlich erstmal selber und man denkt dann auch weniger an die anderen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der aber in diesem Fall absolut unnötig ist. Aber ist denn eigentlich die Lebensmittelversorgung in Deutschland wirklich gedeckt? Ich meine, die Ukraine ist ja ein riesiger Getreideexporteur in Europa. Betrifft uns das hier nicht? Bei Getreide ist es so klar, man sagt, die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Sie produzieren tatsächlich sehr viel und exportieren auch sehr viel. Aber wir haben in Deutschland ausreichend Anbauflächen für Getreide und können wirklich unseren eigenen Bedarf damit decken. Das heißt, da wird kein Mangel bestehen. Das Einzige, was passiert, dadurch, dass auf dem Weltmarkt insgesamt etwas weniger Getreide vorhanden ist, wird der Preis teurer werden. Das heißt, es wird etwas wertvoller und das merken wir ja auch, dass vielleicht auch schon die Brötchen oder das Brot beim Bäcker etwas teurer geworden sind. Okay, Brötchen und Brot, Getreideprodukte werden teurer, aber sie werden nicht knapper. Das heißt, das Hamstern ist an sich gar nicht nötig. Aber was schlagen Sie vor, wenn es jetzt, wie es gerade so ist, dazu kommt, dass die Regale einfach leerer sind? Wie kann man dann solche Grundnahrungsmittel oder auch andere Verbrauchsprodukte wie das Öl zum Beispiel, das gerade fehlt, provisorisch ersetzen? Genau, also es geht hier ja um das Sonnenblumenöl, was im Moment rar geworden ist. Und da empfehlen wir einfach, auf ein anderes Öl auszuweichen. Und das ideale Öl, das wir jetzt empfehlen würden, ist das Rapsöl. Das wird auch in großen Mengen in Deutschland produziert. Und der Vorteil beim Rapsöl ist, wenn es raffiniert ist, ist es genauso wie Sonnenblumenöl relativ geschmacksneutral. Es ist sogar fast noch besser, weil es ein sehr gutes Fettsäuremuster hat. Also viele einfach ungesättigte Fettsäuren, das sind genau die, die wir unbedingt zu uns nehmen wollen. Und von daher einfach zum Rapsöl greifen, schmeckt genauso gut, ist sogar noch ein ganz klein bisschen gesünder. Ja, hier in der H1-Redaktion haben wir darüber diskutiert, ob wir überhaupt über das Thema Hamsterkäufe berichten sollten, um das Thema nicht noch weiter aufzubauschen. Was denken Sie, sollten wir das Interview hier vielleicht gar nicht führen? Doch, auf jeden Fall. Ich finde es ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und das ist einfach die Art, wie man mit dem Thema umgeht. Also nur Fotos von leeren Regalen zu zeigen, das schürt dann wieder natürlich die Angst bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aber erstens aufzuklären darüber, dass keine Mangelsituation besteht, dass also es von vertrauenswürdigen Stellen, von Medien Seite zu berichten, dass man keine Angst haben muss und zum anderen über Alternativen aufzuklären, ist unheimlich wichtig. Okay, wir haben gelernt, es ist nicht nötig zu hamstern. Es gibt gute und gesunde Alternativen zu fehlenden Produkten gerade. Aber
Was denken Sie, wie denn die aktuelle Hamsterwelle noch anhält? Also ich würde vermuten, dass sie tatsächlich noch ein bisschen anhält, bis bei den Leuten angekommen ist, dass es wirklich keinen Mangel gibt. Weil die Signale sind ja von allen Kanälen tatsächlich eindeutig. Wir haben genug. Bis jetzt kann man ja eigentlich Lebensmittel überall noch kaufen. Und ich glaube, dass das dann vielleicht so vielleicht zum Sommer, dass es einfach ein bisschen abflachen wird. Das sind doch gute Aussichten, würde ich sagen. Annike von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Sprechen wir noch über ein anderes Thema. Wer in der Öffentlichkeit steht und in sozialen Netzwerken aktiv ist, kann Hasskommentaren nur schwer entgehen. Oft sind Menschen davon betroffen, die nicht weiß sind. Wie können wir mit Rassismus im Netz umgehen? Darüber hat das MigrantInnen-Selbstorganisationsnetzwerk MISO diskutiert, unter anderem mit einem ehemaligen Neonazi. Kaspar Weiß berichtet. Diskriminierung haben die TeilnehmerInnen dieses Podiums in vielfältiger Weise erfahren. Einige davon online, als Kommentare oder Mails. Wachsam gegen Hass und Hetze im Netz, so lautet das Motto, zu dem das MISO-Netzwerk anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus in die Volkshochschule eingeladen hat. Zu Gast ist auch Jenna Budialo-Hartmann vom Landesvorstand der Grünen Niedersachsen. Sie fordert, rassistische Äußerungen im Netz konsequent zu verfolgen. Das Netz ist ja kein rechtfreier Raum mehr, aber es sind natürlich viele offene Lücken, die noch da sind. Und da ist es wichtig, dass der Rechtsstaat daraufhin arbeitet, eben diese Lücken erstens zu schließen und aber auch, dass Aufklärungsarbeit geleistet wird. Sprich, wenn Anzeigen da sind, dass das dann auch angegangen werden muss, dass das verfolgt werden muss und dass die Menschen, die das tun, zur Rechenschaft gezogen werden. Wie gegen Rassismus vorgegangen werden kann, bleibt auch an diesem Abend ein umstrittenes Thema. Künstlerin Wilma Niyari betont, Rassismus sei auch ein strukturelles Problem. Es gehe darum, rassistische Praktiken aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen, sondern zu brechen. Das kann man ja ganz gut bei Kleinstkindern beobachten. Die werden ja vollkommen frei geboren von irgendwelchen Normen und Werten und wir bespielen die Kinder, wir sind Täter und tragen gleichzeitig aber unsere Ethik und Moral an den Kindern weiter. Und die Kinder benutzen manchmal unreflektiert Wörter und auch reproduzieren auch rassistische Begriffe oder rassistische Worthülsen und wissen gar nicht, dass sie das tun, dass das rassistisch ist. Ich weiß, dass ich zum Täter wurde, sagt Philipp Schlaffer. Er ist Aussteiger der rechtsextremen Szene und warnt vor der Taktik, mit der Rechte neue Mitglieder locken. Um rassistisch motivierten Taten habhaft zu werden, sieht er Handlungsbedarf bei der Justiz. Einige Verfahren haben manchmal 2, 3, 4, 5 Jahre gedauert. Und dann geht man noch durch gewisse Instanzen und dann dauern Urteile 6, 7 Jahre und dann kommen da auch keine harten Strafen mehr raus. Und dass die Justiz in vielen Sachen zu schnell war mit Einstellungen. Ja? Also das Verfahren, und es hat sich gezogen und es war unterbesetzt und das wissen Extremisten, die können damit spielen, die wissen, wie sie die Verfahren ziehen, wie sie die Justiz hinhalten können und so weiter. Und da muss es neue Wege geben und da muss man wirklich drüber nachdenken, dass Tat und Strafe näher aneinander ist, damit auch die Konsequenzen spürbar sind. Das MISO-Netzwerk will Antirassismus auch institutionell verankern. In einem Positionspapier fordert das Bündnis, eine Landesdiskriminierungsbeauftragte oder einen Landesdiskriminierungsbeauftragten zu benennen. Es geht nicht nur um Äußerungen oder etwas nur so festzustellen, Empörungen durch verschiedene Stellungnahmen oder sowas, aber es muss konkret etwas gehen. Und das wäre auch ein Zeichen von der Landesregierung, zu zeigen, dass okay, das ist ein Problem, was wir ernst nehmen. Das Netzwerk MISO steht für MigrantInnen-Selbstorganisationen. Dem Verein gehören mittlerweile über 46 Gruppen an. Und zum Abschluss habe ich noch einen Tipp für Sie. Zum Schutz der Artenvielfalt bietet die Stadt Hannover gerade kostenfreie Saatgutmischungen an. Bis Freitag liegen diese im Foyer des Fachbereichs Umwelt in der Ahrenstraße 1 aus. Bedienen Sie sich, die Bienen freuen es auch. Und das war's für heute mit 0511. Morgen sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe um 7:15 für Sie da. Alles Gute und bis dann.